Ja, vielen Dank fürs Kommen erstmal. Also die Piratenfraktion sieht in der Nichtberücksichtigung der Piraten bei der Wahl des Präsidiums hier ganz klar eine Ungleichbehandlung der Fraktionen, die sowohl gegen den eigenen Beschluss des Landtags in der Drucksache Nummer 2 als auch gegen das Verfassungsrecht in Nordrhein-Westfalen verstößt. Wir werden eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht prüfen. Wir machen das in dieser Form einfach nicht mehr mit. Ich persönlich bin natürlich enttäuscht über den Ausgang der Wahl und ich finde es auch sehr traurig für die Piratenfraktion. Wir hatten mit Monika Piedper schon vor ungefähr einem halben Jahr eine integre Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten vorgeschlagen. Durch meine Mitarbeit im Präsidium als Schriftführer habe ich eigentlich gedacht, dass hier eine gute Zusammenarbeit auch interfraktionell wirklich möglich ist. Ich habe es zumindest, während ich im Präsidium als Schriftführer mitgearbeitet, nichts anderes dort bemerkt. Trotzdem müssen wir leider feststellen, dass die anderen Fraktionen die Personenwahl herzlich egal ist. Es ist sogar in meinen Augen sehr arrogant von den anderen Fraktionen, dass sie die Beschädigung von Menschen in Kauf nehmen, um ihr selbstherrliches Machtgefühl hier weiter ausbreiten zu können und uns vom Präsidium fernzuhalten und hier nicht an wirklich allen Stellen mitarbeiten zu lassen. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, bitte. Sie sagen, prüfen eine Verfassungsklage. Wie weit sind Sie da schon und wie wahrscheinlich ist die Frage? Ein zweiter Teil der Frage, vor dem heutigen Wahlgang gab es da nochmal eine Gesprächsrunde mit der Fraktion. Also es gab eine Gesprächsrunde vor der Wahl von Olaf Wegner. Olaf Wegner hat sich vorgestellt in anderen Fraktionen. Es gab eine Gesprächsrunde vor dem zweiten Wahlgang, wo die parlamentarischen Geschäftsführer nochmal miteinander geredet haben. Und in Verknüpfung direkt mit der Frage der Klage, es kommt natürlich jetzt noch darauf an, wie ein dritter Wahlgang verläuft mit Herrn Schulz. Wir haben das Signal gerade bekommen, er sei wählbar, allerdings nicht heute. Das ist natürlich eine Aussage, die wir überhaupt nicht verstehen. Wenn jemand wählbar ist, ist er wählbar. Dann ist es egal, ob jetzt oder in einem Monat oder in drei. Das macht einfach keinen Unterschied. Es gibt keinen Grund in der Person, sowohl des Olaf Wegner als auch des Dietmar Schulz, denjenigen nicht zum Vizepräsidenten des Landtags zu wählen. Und wir werden dann natürlich je nach Ausgang jetzt dieses dritten Wahlgangs uns zusammensetzen und werden prüfen, wenn, das ist ja dann eindeutig, es geht um die Piraten, es geht nicht mehr um die Person, die einzelne Person. Und dann werden hier Minderheitenrechte beschnitten und dann müssen wir sehen, wie wir dagegen auch gerichtlich vorgehen.